Hallo meine Lieben, hier sind wir wieder. Alles, was wir bei Update Deluxe nicht fragen konnten, machen wir jetzt. Namika ist noch sitzen geblieben, hat sich noch Zeit genommen. Danke dafür. Na auf klar, jeden Fall. Gerne, gerne. Und du kommst gerade frisch hier ins Studio aus der Deluxe Music Session. Genau. Ne? Du hast ein paar Songs Akustik für uns aufgenommen. Mhm. Mega, mega schön. Wo habt ihr das gemacht? Wir waren hier am Alex irgendwo in einem Café. Ja. Es war ganz schön dort. Und haben ein kleines Akustikset aufgebaut, also mein Gitarrist und ich, und er hatte so eine Loopstation. Und wir haben 3 Songs aufgenommen, bzw. gesungen, und die kommen dann, glaube ich, am 1.6. raus, soweit ich weiß. Ja, sehr gut. Ja. Genau, dann, wenn dein Album rauskommt. Was für ein Zufall! Welche Songs hast du gespielt? Magst du das schon sagen? Ja. Es kommt ja dann auch, das hier kommt auch am 1.6. raus, ne? Okay. Ja. Ich habe Je ne parle pas français gespielt, dann Alles, was zählt und Lieblingsmensch. Sehr schön. Und liegt dir das, also magst du das gerne so in so einer Akustikversion, in so einer Unplugged-Version zu spielen? Ja, voll. Ich finde, da hat die Stimme noch mal ganz anders Platz, ja, sich zu entfalten. Ich mag das immer. Und es hat dann immer direkt was Intimeres, als wenn man so auf programmierten, harten Sounds irgendwie was singt. Dann hat es immer direkt was Episches, aber dieses Intime hat es immer mit einer Gitarre, finde ich. Ja, und es passt halt auch, finde ich, irgendwie zu deiner Stimme voll gut. So. Dankeschön. Ich muss noch mal einmal ganz kurz zurückkommen zu Lieblingsmensch. Ja. Ne, weil ich mich immer gefragt habe, erstmal krass, mit noch nicht mal Mitte 20 einen Song, so einen Popsong für die Ewigkeit geschrieben zu haben. Findest du das ein Popsong für die Ewigkeit? Auf jeden Fall, finde ich. Das ist Dankeschön. Ein wahnsinnig krasser Song, der so lange im Ohr bleibt und den alle auswendig können. Deswegen, also erstmal dafür Hut ab auf jeden Fall. Oh, Dankeschön, das ehrt mich sehr. Ja, ey, bitte. Aber wie ist es so danach? Ich denke immer so, wenn man so einen Hit gehabt hat, ne? Wie fühlt sich das danach an? Denkt man dann, shit, ich muss auf jeden Fall nachlegen. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich kein One-Hit-Wonder bleibe. Weißt du, was ich meine? Mm. Das Gute an dieser ganzen Situation ist, ich habe es eh einfach immer für mich gemacht. Und selbst wenn es von heute auf morgen vorbei wäre, habe ich eh gewonnen. Okay. So, und mir geht es eigentlich nur darum, gute Musik zu machen, für mich gute Musik. Und wenn du sagst, das ist ein Song für die Ewigkeit, das würde ich nie sagen. So. Von daher habe ich diesen Druck erst gar nicht. Okay, also du hast jetzt nicht zu Hause dann immer auf deine Platte geguckt und gedacht, ah, eine goldene Platte, ja, jetzt muss ich ja wieder, weißt nee. Du. Also ich glaube, so wird es mir gehen. Ich könnte, glaube ich, mit dem Druck einfach nicht so umgehen. Mhm. Ne? Aber du scheinst da total easy zu sein, auf jeden Fall, was ich das angeht. Ich habe mit dem Verkaufen nichts zu tun, ich mache einfach Musik. Und das ist schön, dass du das so siehst, wirklich. Ja. Weil sonst stört es, glaube ich, auch in der Kreativität, weißt du, und wenn man dann einfach neue Sachen machen will. Absolut. So. Aber es ist natürlich eine große Wertschätzung, so einen Teil an der Wand zu haben. Ja. Sollte aber trotzdem nicht die Herangehensweise an der Musik ändern. Auf jeden Fall. Ja. Hast du recht. Wie ist es? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ganz, ganz viel live gespielt hast in den letzten Jahren. Wahrscheinlich auch auf vielen Festivals warst. Mhm. Wie ist es so, wenn du dann ankommst und anfängst zu spielen, gibt es immer noch Leute, die dann denken, hä? Ist doch die mal in Namika, oder? Das ist doch die von Lieblingsmensch. Was macht die denn da? Das ist doch Hip-Hop. Ja, ja, genau. Es gab ein paar Festivals, ne? Eben die Festivals, wo man eben einer von vielen Künstlern ist, ne? Wo du auch nicht genau weißt, wer von den Leuten ist jetzt wegen dir da, oder, ne? Und speziell auf solchen Festivals hatte ich immer dieses Erlebnis. Ja. So, ja, die kannten dann den Namen und die kannten mich dann auch. Und dann fange ich an mit dem Song Namika als Intro. Und der ist ja halt richtig laut. Ja. Ne? Und dann gucken die mich erstmal so an, sind also gefühlt zwischen erstaunt und so, sucht den Fehler im Bild, weißt du? Ja, ja. Und ich mochte diese Reaktion irgendwie sehr gerne. Auch wenn es mich am Anfang ein bisschen verunsichert hat, weil, ne, ich gucke die an und die in deren Gesichtern lese ich halt irgendetwas wie Verwirrung. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, womit könnte das zu tun haben? Ach so, stimmt. Der kennt wahrscheinlich nur Lieblingsmenschen. Ja. So, und aber es ist easy. Ich meine, aber es stört dich denn auch nicht, nein, oder? Und ansonsten ist es halt wie so ein Auftrag. Ich sehe das eher wie so ein Auftrag. Wenn du jetzt noch nicht wusstest, dass ich Hip-Hop mache, genau, dann jetzt so. Ja, sehr schön. Ja. Voll, voll gut. Und Ahmed ist der neue Song von der neuen Platte. Und die ersten beiden Songs, die rausgekommen sind jetzt direkt, super persönlich. Mhm. Voll krass. Ich finde es mega mutig, den Leuten da draußen so viel Persönlichkeit von dir mitzugeben und zu sagen, das ist meine Geschichte, das bin ich. Und du sagst ja auch selber in dem Song, dass du nicht genau weißt,
was die Geschichte deines Vaters ist, dass du nie richtig gehört hast, seine Seite gehört hast von dem Ganzen. Warum war es dir trotzdem so wichtig, diesen Song zu machen? Weil ich als Kind schon immer das Gefühl hatte, dass mir irgendwas fehlt. Immer so eine Hälfte fehlt. Okay. Und dieses Thema, das begleitet mich eigentlich schon immer. Ich wollte den schon immer irgendwann mal als Song verarbeiten und das ist jetzt halt mit dem zweiten Album passiert. Hat auch was mit dem Alter, glaube ich, zu tun, jetzt, dass man nach 3 Jahren vielleicht noch mal ein bisschen besser reflektieren kann und sich, weiß ich nicht, ist einfach ganz natürlich passiert. Warum wollte ich diesen Song schreiben? Um Leuten vielleicht, die in ähnlichen Situationen gesteckt haben, ein bisschen Mut zuzusprechen, dass es eben kein, also dass egal aus welchen Verhältnissen man kommt, dass es kein Hindernis dafür ist, Glück zu finden. Und nach vorne zu schauen und etwas aus seinem Leben zu machen. Ne? Das hast du schön gesagt. Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen. So. Würdest du sagen, dass dich das in deinem Schaffen geprägt hat oder auch deinen Charakter geprägt hat? Schon, ich glaube schon. Ich glaube, ich denke so ein bisschen wie ein Mann. Ja? Ja, weil eben diese, also mein Großvater war sozusagen die männliche Bezugsperson bei uns. Und er ist halt nochmal eine andere Generation. Das heißt, bei ihm ist nochmal ein ganz anderer Film. Sehr, also alles voller alter Dogmen, ne? Irgendwie aus Marokko und hat irgendwie andere Werte, wie zum Beispiel, ist ein gläubiger Mann, geht halt sehr oft in die Moschee. Das ist so eine Sache, die ihn ausmacht. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, das heißt, da gibt es schon mal irgendwie da, Reibungspunkte. Ne? Reibungspunkte. Mhm. Für mich gibt es ein anderes Normal als für ihn, weil er eben in Marokko aufgewachsen ist. Aber nichtsdestotrotz war er eben immer eine sehr starke männliche Figur bei mir im Leben. Und ich habe mir ein paar Sachen von ihm, glaube ich, abgeguckt. Zum Beispiel? Ja, eben das Straighte. Wenn du etwas anfängst, dann machst du zu Ende. Ja. So, und vor allem gibt den Leuten auch gar keinen Grund, irgendwie schlecht über dich zu reden. Also auch, indem man gar nicht schlecht über andere redet, vor allem. Genau. Mhm. Wenn man sich auf sich selber und sein Leben konzentriert, hat man schon genug zu tun. Ja, so sieht's aus. Und in dem Song ist ja irgendwie auch, finde ich, beschreibt irgendwie so die Flüchtlingsgeschichte von deinen Eltern, die quasi nach Frankfurt kommen, wo du aufgewachsen bist. Deine Wurzeln sind in Nador. Du bist Deutsche in Frankfurt aufgewachsen. Genau. Aber wie siehst du die ganze Flüchtlingsthematik in Deutschland mit diesem Background? Also ich finde es super, dass Merkel so empathisch gehandelt hat und so viele Leute aufgenommen hat. Mega und auch Chapeau von mir als Marokkanerin sozusagen. Ja. Ich finde es nur traurig, wie die Opposition das manchmal für sich ausnutzt, um dann irgendwie die Leute gegen Merkel aufzuhetzen, gegen das, was sie gemacht hat. Das kann man nicht schlecht reden. Das ist super empathisch und cool von ihr gewesen, dass sie das gemacht hat. Und es ist auch völliger Schwachsinn, dass man alle Flüchtlinge auf einmal pauschalisiert und mit irgendwelchen Vollidioten, die einfach Vollidioten sind. Und es hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt Flüchtlinge sind. Naja. So, dass sie alle über einen Kamm scheren. Genau, so sehe ich das. Danke für diese Worte. Ja, vielen Dank, sehr schön. Ich finde es total verrückt, weil als ich gehört habe, dass du zu Gast bist, habe ich mich auch das allererste Mal mit dir auseinandergesetzt. Und ich war so, ja, Namika ist halt so eine Popmusikerin. Ne? Und erst da habe ich festgestellt, krass, du kommst aus dem Hip-Hop. Ich meine, du bist Frankfurter, bist mit Hip-Hop aufgewachsen. Ja, und hast früher wahrscheinlich auch nur Hip-Hop gehört, oder? Ja, absolut. Also das ist die Musik, mit der ich sozialisiert worden bin, sozusagen. Also man hört halt Hip-Hop auf der Straße. Ne? Aber wahrscheinlich amerikanischen Hip-Hop, würde ich mal schätzen. War eher amerikanischen Hip-Hop, genau. Zu der Zeit gab es 3P, glaube ich. Fanta 4, die damals so noch was rausgebracht haben. Aber ansonsten war das noch lange nicht so facettenreich wie heute. Ja. Also die heutige Hip-Hop-Szene und die Arten von Genre oder Musikstyles oder was auch immer. Es gibt alles. So krass. Ne? Es gibt alles mittlerweile. Ja. Das ist geil. Und gibt es was, wo du sagst, ey, da fühle ich mich auf jeden Fall zu Hause? Das ist so mein Ding. Und gibt es was, wo du sagst, ey, das sind so Strömungen im Hip-Hop, da bin ich raus? Ich würde generell keine Strömungen irgendwie. Keine Ahnung. Ich empfinde nichts als schlecht oder so. Ja. So, ich aber halt auch nur nicht das, so, was muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber irgendwie so, wenn du sagst, ah, damit kann ich nichts anfangen, das ist irgendwie nichts für mich so. Eigentlich nicht. Nö?
Gut, ja, aber ist doch super. Also, ich meine, ne? Ja, und vielleicht wusstet ihr auch noch nicht so richtig, dass Namika zu 80% Hip-Hop ist und genau. Mir zu 20% Pop. Und wenn ihr das noch nicht wusstet, ihr habt auf jeden Fall dieses Jahr und auch nächstes Jahr im Frühling die Möglichkeit, sie auf Tour zu besuchen. Das ist in Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs und nehmt diese Chance auf jeden Fall wahr. Großartige Künstlerin, vielen Dank, Dankeschön, dass du bei mir zu Gast warst. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ja, hoffentlich. Ich komme auf jeden Fall dich mal besuchen cool. auf Tour. Ja, wenn ich in Berlin bin, dann sagst du Bescheid. Ja, bitte. Und bitte gerne. Liste mit dir. Voll geil. Ja? Ich danke dir. Cool. Und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao. Bis bald wieder.